Durchgerollt. Angriff. Was kommt jetzt? Der Feuerangriff. Gerne. Das war auf jeden Fall echt bekloppt, ne? Also. Oh nein, ich wollte nicht den Sprung machen. Ah. Okay, Treffer. Aua. Es erinnert mich so an Monster Hunter, dieser Kackboss. Das ist ein Monster Hunter-Boss. Was? Vom Boden? Ich könnte kotzen. Heilen. Ja, das. Oh, das Beste, was er machen konnte, hat er gemacht. Red, okay, das ist Englisch. Okay. Nicht red. Schade. Ah, fuck! Das war nicht so geplant. Eigentlich wollte ich rennen, dann habe ich mich anders entschieden. Okay, hab ich mich ausgeglichen rennen. Boah, es ist kaum dieser Boss, ne? Willst du das Obsidian-Schwert? Oder du sagst mir, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich weiß nicht mal, was das Obsidian-Schwert ist. Ist das gut? Ah, also ich spiele das Spiel heute zum ersten Mal. Das ist mein erstes Durchspiel. Oh Gott. Aber jetzt gerade wollte ich einmal nur dieses Ding besiegen. Oh, bitte. Yeah. Okay. Nein! Ich wollte nicht zweimal rollen! Shit! Oh, ich bin gerade so schlecht. Ich denke mir mal, der fliegt mir ins. Oh, der hat irgendwie seit dem dritten Kampf angefangen, mir ins Rennen zu fliegen. Vorher konnte ich die ganze Zeit so, ja, renne ich chillig einfach weiter. Läuft. Red, was ist das? Was ist das? Was ist das Obsidian-Schwert? Ist das gut? Wo kriege ich das? Ich möchte, dass du es mir verkaufst. Wie ein Staubsauger. Warum soll ich das Obsidian-Schwert nehmen? Und passt das? Ah, das kotzt mich alles an. Ja, okay, ey, ich merke das schon. Die meisten hier sind echt, auf jeden Fall, die haben Bock. Die sind verliebt. Das Ding ist, ich hatte vorher, bevor ich Dark Souls gespielt habe, ich schon Demon's Souls gezockt, damals. Auch über 2 Jahre oder sowas. Und dann kam Dark Souls raus und ich habe das dann auf der Gamescom gespielt. War mit der Einzige, der das erste Level geschafft hat, da mit dem Weltfall alles. Weil ich kannte das halt alles schon. Aber ich war so übersättigt, weil ich das Spiel irgendwie so oft durchgespielt hatte. Also Demon's Souls, dass ich dann in dem Moment keine Lust auf Dark Souls hatte. Und dann habe ich es mir irgendwann gekauft und bin nie dazu gekommen. Und jetzt, Alter, ich... Ich konnte sonst immer, ich habe das Gefühl, entweder werde ich deutlich schlechter oder die Gegner werden immer stärker. Auf jeden Fall, deswegen bin ich erst zu spät. Den zweiten Teil, den werde ich dann auch mal irgendwann laufen des Modus dann anfangen, weil ich glaube, also ich brauche nur noch 2 Bosse, glaube ich. Also kriege ich doch was, wenn ich den Schwanz Ohr habe. Red, jetzt hast du was losgetreten. Jetzt mache ich den Schwanz kaputt. Ich hab mir schon gedacht, dass ich, also mir wurde gesagt, ich soll möglichst bei jedem Drachen versuchen, den Schwanz abzuschlagen. Aber, ich war mir bei dem, ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich denke mir, der ist so nervig und ich will das jetzt nicht riskieren, dass ich das dann versuche und dann im Endeffekt gar nichts kriege. Aber okay, krieg doch was. Dann ist das jetzt die nächste Aufgabe. Ich steuere den Schwanz ab. Das ist echt wie Monster Hunter gerade. Obwohl, das sieht aus wie ein Fatalis, aber den kann man den Kopf nicht schlagen. Yo, ich hab's geblockt! Ich liebe es. Okay. Nein, das ist der Schwanz an. Oh, ich hab's nicht gepeilt. Okay. Siehst du, ich konnte daran vorbeilaufen. Übrigens ist das Spiellautstärke, meine Lautstärke gleich irgendwie okay, weil. Oh shit. Weil ich da eine Kurve gegangen bin. Ist das okay, weil ich habe das jetzt mal umgestellt. Ah! Den muss ich konzentrieren. Nein. 2 Stück kriegen wir. Nein! Ja, okay. So, gerade noch so. Okay. Wow. Na, okay, wir versuchen jetzt den Schwanz abzuschneiden. Das ist der Plan. Okay, klappt es nicht? Ja, will ich nicht treffen, dann bin ich getroffen. Shit.
shit, das war kein Schwanztreffer. Jetzt kommt der. Oh, Drehangriff. Oh, oh, okay, warte. Shit. Oh, oh. Ich hab so Schiss vor dem Ding. Yo, 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 ran vorbei. Ja, Treffer. Hoffentlich gehört das auch mit zur Hitbox von dem. Also von dem Schwanz. Nicht von irgendwas anderem. Oh, mach bitte fertig. Oh. Okay. Ich muss mal eben den Chat ignorieren für ein paar Minuten. Ja. Das war doch der. Na, das war uns, glaube ich, der sein Knüttel da. Das ist ein Drehangel. Das war doof. Das war eine doofe Idee. Ich hab einfach. Wow. Hab ich schlecht Glück gehabt, ey. Okay, rennen. Nein! Oh, krass. Heil. Manch hat sich ja zweimal was auf das Gefühl. Wo? Noch einer? Jo. Mach, hör mal. Ah, ich hasse den Angriff so sehr. Mach was anderes. Ich darf ihn da nicht hinterher rennen. Ich denke mal, wenn er das normal macht, dann kann ich ihn immer eigentlich einen Schlag verpassen oder zumindest weglaufen, dann macht das so glaube ich schnell, wenn er dann einen Drehangriff macht. Jo, ich bin ausgewichen, das erste Mal heute. Scheiße. Jedenfalls der Sprung in Version. Oh shit, Jetbox ist ja mies. Oh, ein Schlag. Oh ne! Oh, Feuer. Rennen. Oh shit. Boah. Einmal aber den Arsch angeguckt. Ey, das ist ja. Ist ja grausam. So. Okay, also das rote Auge will ich nicht abkriegen. Oh, okay, jetzt kommt das Drehen. Wahrscheinlich. Ich bin so froh darüber, dass ich diese vielen entflammt habe hier. Das Leuchtfeuer. Na, no, was? Ich hab gar nicht getroffen! Shit, was macht denn der? Jetzt hör mal, was zur Hölle? So, mach mal was hier, wo du deinen Schwanz. Wie offenbar ist. Drehangriff. Shit. Es sieht gerade gut aus, aber ich. Okay, der Drehangriff. Boah, ich bin so am Schwitzen, das geht gar nicht gut. Wow! Okay. Yes, was? Oh, man, fall doch endlich ab. Rennen. Ey, der ist, ganz ehrlich, ich finde, das ist bis jetzt der schwerste Boss. Mal ohne Scheiß. Also für mich jedenfalls. Ich meine, gut, die Goblins waren auch hart, aber ich glaube, das war einfach nur bei zwei und beim ersten Mal direkt. Das wäre. Weil ich, wenn die im späteren Zeitpunkt kommen, dann werden die nicht, ganz so krass gewesen. Jedenfalls gefühlt. Nein! Das ist doch. Ich hatte das Gefühl, das knobelt so aus, wie lange die Hitbox aktiv ist und so. Heil. So. Nein! Okay, ach so, ich bin. Gut, ich muss anders dann rollen. Nein! Boah, shit. Oh shit, okay, rennen. Ich hab mich. Ah, okay, heil. Zwei Stücke. Nein, nur ein Stück genommen. Shit. Ja. Nein! Boah, das sieht ja ultra viel. Das war nicht geil. Das war gar nicht geil, Kalanet. Komm, zwei Stücke. Shit, egal. Ich hab mich ein bisschen plus mit ein bisschen plus rausgekommen. Oh shit, der ist zu krass. So.
Ah, okay. Da hab ich mir gerade zu sicher gerade von mir. Ja, das ist mein Angriff. Mein Angriff. Wow. Okay, das war zu spät. Ich könnte mich auch nochmal heilen, glaube ich. Das wäre mein Plan. Der Angriff. Boah, lauf, 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 lauf. Oh, komm. Komm, komm, komm. Ja, wann fällt denn der nicht ab? Das rote Auge. Das ist doch nicht zu glauben. Shit. Ey, der macht mich gerade so. Boah. Ey, ob ich das so krieg, das Schwert? Also. Zu leben, das Ding, oder hat er? Also der Schwanz. Ich hasse es, wenn ich verfehle. Au. Warum hat mir so viel gezogen? Weg dann. Das ist zum Kotz. Wenn er verfehlt, das ist wie wenn so ein Teil von einem stirbt. Au. Gerade packe ich gerade heftig. Nein! Oh, scheiße. Mit dem Katana geht es ja schon. Grundstein. Und du ausweich, gibt es eine geringe Chance, dass er einen Schwanz nur nicht draufschlagen? Ach so. Oh Gott. Alter, das ist so ein. Das ist so ein Kackboss, ne? Es ist zu hart. Es ist wirklich zu hart. Ach. Der hat so viel Energie. Der hat so viel Energie und ich weiß nicht. Ich muss irgendwie gucken nochmal. Kann ich eigentlich hier rausgehen und dann wieder rein? Also kann ich aus dem Level raus? Weil ich hatte auch ein bisschen Schiss. Ich hätte mir vorstellen können, dass wenn du jetzt hier rausgehst, nachdem du halt diesen Manus besiegt hast, dass du dann nicht mehr die Möglichkeit hast, in das. In das DLC-Level zu kommen. Oder kann ich dann trotzdem wieder hier rein? Ich meine, ich kann ja sowieso jetzt Seelen fahren, das ist auch scheiße. Ich meine, ich hab ihn ja. Oh, ich hatte ihn doch schon fast. Komm. Was zur Hölle? Komm jetzt. Mach was. Ist es doch. Komm jetzt ran. Nochmal. Jetzt hab ich ihn getroffen. Ah, es ist wirklich ein grausamer Gegner. Auch wieder so ein Gefühl, wenn ich eine andere Waffe gehabt hätte. Ja gut, man kann ja nicht in jeder Waffe spielen. So, das wäre ja auch. Beziehungsweise man kann ja nicht in jeder Waffe stark sein. Komm. So. Ein paar Seelen zumindest sammeln. So. Nutzen wir das Handtuch, um uns zu heilen. Aber habe ich den wohl getroffen, dass er den Schwanz auf den Boden schlägt? Und dann musst du nur ausschalten. Ah. Oh! Ein Follow! Warst du das, Red Phoenix? Oder war das wer anders? Ich werde nachsehen. Es dauert ja immer ewig, bis ich das sehe. Im Stream. Vielleicht sehe ich es gar nicht. Oh, 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 oh. Moment, ich gucke im Stream. Bevor ich hier runter gehe, ich gehe noch einen runter. Shit. Okay. So. Haben wir es. Dann kriegst du sogar. Ja, Red Phoenix. Danke für den Follow. Du kriegst dafür auch ein Grinsen. Ich habe immer Angst, dass es creepy wirkt. Also, das heißt, ich habe Angst, ich weiß immer, dass es creepy wirkt. Ich muss nur mein Lächeln arbeiten, dass es nicht.